Morgen geht es für uns zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum Halleschen FC. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag minus 1. Wer hätte den Sieg gegen die Löwen besser einleiten können als Leon Schuster? Wir haben uns mit dem Österreicher knapp eine Woche nach dem Heimsieg gegen 1860 München nochmal über das Spiel unterhalten und schauen auch direkt voraus auf die Partie am Sonntag beim Halleschen FC. Leon, das Spiel gegen 1860 ist schon ein paar Tage her. Wir schauen trotzdem nochmal zurück. Wie hast du den 3:0-Sieg hier im GP-Stadion am Hartwald gesehen? Ja, es war natürlich ein gutes Spiel von uns. Ich meine, 3:0 sagt das Ergebnis ja schon. Trotzdem war es auch schmeichelhaft, weil wir in manchen Phasen vielleicht nicht so den Zugriff hatten, den wir uns erhofft haben. Aber am Ende zählt das Ergebnis und der Sieg und da sind wir alle glücklich drüber. Du hast bei diesem Spiel deinen ersten Treffer erzielt. Beschreib mal, wie hast du das Tor gesehen? Warum bist du ausgerechnet nach der Balleroberung durchgelaufen? Ja, also wir attackieren ja ziemlich hoch und da war ich dann in der gegnerischen Hälfte, habe eine Balleroberung gehabt und habe gesehen, Ruven zieht ab. Und da Ruven einen guten Schuss hat, habe ich schon ein bisschen spekuliert auf den Abpraller vom Tormann. Ja, und dann einfach dem Gefühl nach und der Ball ist halt genau vor meine Füße gefallen und dann habe ich das Ding halt versenkt. Morgen geht es für uns nach Halle. Wie erwartest du den Gegner? Was nehmt ihr euch vor? Ja, also in Halle ist sicher nicht einfach, vor allem bei uns jetzt Auswärtsspiele. Wir haben jetzt zweimal auswärts gespielt, einmal unentschieden, einmal verloren. Und deswegen nehmen wir uns jetzt vor, das Spiel zu gewinnen, um auch auswärts einen Aufwärtstrend zu starten. Alles klar, dankeschön. Gerne. Einer, der hier öfter anzutreffen ist, ist unser Torhüter Nikolai Rehnen. Er war auf der Spieltagspressekonferenz neben unserem Cheftrainer Danny Galm auf dem Podest. Schauen wir mal, was er zum Auswärtsspiel am Sonntag gegen Halle sagt. Für den kurzen Zeitraum, dadurch, dass wir eine komplett neue Mannschaft sind, glaube ich, ist schon außergewöhnlich, wie wir zusammenstehen, was wir für eine Stimmung innerhalb der Kabine, aber auch auf dem Platz haben. Wir sprechen Dinge klar an. Wir sind ehrgeizig. Hat man direkt in den ersten Trainingseinheiten gesehen, dass alle Spieler, die hier sind, hungrig sind und wir ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und ja, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, den wir besonders auch zum Beispiel jetzt im DFB-Pokalspiel schon mal kurz gezeigt haben, dass wir ja nie aufstecken und jedes Spiel für uns entscheiden wollen. Kurz vor dem Ende der Transferperiode haben wir auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Mit Jonas Weick wechselt ein Linksverteidiger vom VfB Stuttgart 2 hier an den Hartwald. Aus diesem Tunnel ist er gestern zum ersten Mal rausgekommen. Wir haben ihn gleich geschnappt und ihm die Entscheidungsfragen schwarz oder weiß gestellt. Servus Weiki, herzlich willkommen am Hartwald. Stell dich bitte kurz vor. Servus, mein Name ist Jonas Weick. Ich bin aus der Region und zwar aus Ketsch. Und ich habe als letztes beim VfB Stuttgart U21 als Linksverteidiger gespielt. Sehr gut. Fangen wir an. Schwarz oder weiß? Ich trage beides gerne. Ich habe beide Farben auch gerne, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann für weiß, weil weiß einfach ein bisschen freundlicher ist. Tore erzielen oder verhindern? Ja, ich glaube, als Abwehrspieler ist es auch mal schön, ein Tor zu schießen, aber es ist ein geileres Gefühl, ein Tor zu verhindern, deswegen Tor verhindern. Sneaker oder Kickschuhe? Ja, ich glaube, auf Dauer werden die Kickschuhe ein bisschen unbequem, aber deswegen entscheide ich mich für die Sneaker. Superheld oder Superschurke? Ja, ich glaube, das ist eindeutig. Da würde ich auf jeden Fall den Superheld nehmen. Lieber Leuten helfen, wie Böses zu verbreiten. Frühaufsteher oder Nachteule? Tatsächlich ein Ticken von beidem, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann eher der Frühaufsteher. Ich schlafe nicht so lange und bin jetzt auch nachts nicht so ewig wach. Singen oder tanzen? Ja gut, kann beides nicht. Aber wenn ich mich dafür entscheiden müsste, dann wahrscheinlich singen. Vielen Dank. Danke. So, und damit beenden wir die heutige Folge Spieltag minus 1. Für alle, die uns morgen in Halle unterstützen wollen, denkt dran, Tickets fürs Stadion gibt es nur über den Link im Online-Shop beim HFC. Den Link findet ihr auf unserer Homepage oder direkt an der Tageskasse. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen in Halle oder einfach nächste Woche wieder, wenn es heißt Spieltag minus 1.